A2.0. Das Rechteck ABC mit AB gleich 12 cm und BC gleich 7 cm ist die Grundfläche der Pyramide ABCDS, siehe Zeichnung. Die Spitze S liegt senkrecht über dem Mittelpunkt E der Strecke AD mit ES gleich 7 cm. Der Punkt F ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Bisher muss man noch gar nichts machen, nur aufpassen, nämlich runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Es folgt die 2.1. Berechnen Sie das Maß Phi des Winkels SFE sowie die Länge der Strecke FS und die Ergebnisse sind mit angegeben. So, stürzen wir uns auf das Maß Phi des Winkels SFE. Schauen wir uns in der Zeichnung an, wo dieser Winkel liegt. Hier ist der Punkt S, hier ist der Punkt F und hier der Punkt E. Und wenn ich jetzt entgegen des Uhrzeigersinns diesen Winkel aufstelle, erhalte ich genau den da. Dann schaue ich nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel SFE. Nicht in dem Dreieck EFS. Ist schon klar, dieses Dreieck ist rechtwinklig und damit gilt entweder der Satz des Pythagoras und auch Sinus, Cosinus und Tangens. Was wissen wir aus diesem Dreieck? Nämlich die Strecke EF mit 12 cm, die ist nämlich genauso lang wie die AB. Und steht hier oben drin, AB sind 12 cm, hier ist es versteckt. Und wir wissen, die Strecke ES ist 7 cm lang. Da müssen wir uns nur überlegen, was sind die Strecken EF und ES zum Winkel Phi. Die große FS, das ist die Hypotenuse, also sind es zwei Katheten. Und welcher unserer Sätze funktioniert mit zwei Katheten und einem Winkel? Bleibt eigentlich nur der Tangens übrig. Also Tangens von Phi ist gleich, und jetzt schauen wir eine Formelsammlung nach, gegen Kathete durch Ankathete, also 7 geteilt durch 12. Das kann man jetzt entweder mit dem Solver lösen oder man benutzt einfach die Umkehrfunktion, nämlich tan hoch minus 1 von 7 Zwölftel. Und dann kommt der gesuchte Wert 30,26 raus. Als nächstes brauchen wir noch die Länge der Strecke FS. Schauen wir uns wieder das Dreieck an. FS ist diese Strecke hier, also von Punkt S zu Punkt F, und ist Hypotenuse des Dreiecks EFS. Also setzen wir einfach den Pythagoras an, zwei Seiten sind bekannt, die dritte Seite ist gesucht. Daraus folgt die Strecke FS zum Quadrat ist gleich der Strecke EF Quadrat plus ES Quadrat. Setzen wir die bekannten Größen ein. Folgt daraus, FS Quadrat ist gleich EF waren 12, also 12 Quadrat plus ES mit 7, 7 Quadrat. Ziehen wir noch die Wurzel daraus, dann folgt daraus, FS ist gleich die Wurzel aus 12 Quadrat plus 7 Quadrat. Das kann man jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann kommt der gesuchte Wert 13,89 cm raus.